Und damit hallo und herzlich willkommen, howdy Freunde, zu dieser tropikanischen Freude im Dschungel mit mir, dem Hilfsani, mit Facecam und man sieht so mein Mikro da so, mit Facecam sogar. Ich habe gedacht, dieses Spiel kann man mit Facecam let's playen, das ist mein erster Anlauf. Ihr seht hier, wie wir mit dem geilen Flieger die Insel erkunden, wie sie aussehen kann. Ja, die tropische Idylle und das. Und wir werden tun, was jeder Mensch schon einmal tun wollte. Wir werden ein Diktator sein. Ein Diktator, der seine eigene Insel zu Ruhm und Ehre führen muss. Genau, wir werden die Story ein bisschen spielen. Ich habe die schon angezockt, aber wir werden sie dennoch nochmal machen. Ich bin totaler Noob in dem Spiel. Yay! Gute Voraussetzungen. Freunde, das mit den Toneinstellungen und so habe ich jetzt noch nicht 100% getestet. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, falls in den ersten Parts noch nicht perfekt ist. Ich dachte, wir machen daraus so ein Fun-Let's Play. Ich lade hoch, wenn ich gerade Bock habe. Also nicht erwarten. Also jetzt dürft ihr nichts erwarten. So, you know. Ja, Let's Test Portal ist bald vorbei. Dann dachte ich, starte ich dieses Projekt. Wenn das hochgeladen wird, müsste es schon vorbei sein. Let's Play Portal 2 im Koop-Modus müsste die Season 1 fast zu Ende sein oder auch schon in den finalen Parts. Ja, und was sehen wir hier? Das neue Spiel. Absolute Power. Was wollten wir machen? Nein, ich wollte gar nicht zu absolute Power, ich wollte zu klassische. Nee, ich wollte doch zu absoluter Power, oder? Warte, ich sehe alles, auf das sie sagen. Amtsperiode von 1950 bis 19... Ich lese mal vor. Sie hören auf alles, was wir sagen. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig. Sie sind unter uns. Die Wände haben Ohren und nur denjenigen, die ihnen gegenüber loyal sind, kann vertraut werden. Unterziehen Sie Ihre Bürger einer Gehirnwäsche oder Sie sehen sie einer Gehirnwäsche durch eine teuflische Macht unterzogen. Missionsziele, enthüllen Sie das Mysterium von Isla Matrix. Oh ja. Zurück in die Vergangenheit. Okay, Chuka Pavlova, lassen Sie die Terroristen an. Also ich will erst am Anfang euch das Spiel zeigen. Deswegen werde ich die erste machen. Herzlich willkommen auf der Insel Paradiso Tropical, das tropikanische Paradies. Es ist ein schicker Ort für Hippies und Rasta-Kerle, die es leicht nehmen, die Natur lieben und den coolsten Präsidenten mögen, Mann. Das einzige Ding, das sie nicht wirklich mögen, ist eine starke industrielle oder touristische Entwicklung. Erreichen sie eine allgemeine Zufriedenheit über 59, um zu gewinnen. Start. Hier von einem komischen Typen, Mohamed Ahmadinejad. Ach so, den kennt man sogar. Ich natürlich auch. Wir danken Gott, dass... So, es gibt hier so schöne Diktatoren wie Fidel Castro. Che Guevara war eigentlich kein Diktator, aber okay. Ja, da gibt es hier so einige. Hier Voodoo Pizza Man finde ich natürlich auch sehr cool. Aber wir werden uns einen benutzerdefinierten Avatar erstellen. Geschlecht männlich, Kleidung, was gibt's denn da? General, Gewerkschaftsführer. Generalismus, traditionell, King Ping, nix Chinesisches. LOL, Elvis, Türsteher, Penner, Penner, Schmierer, El Concierge, ich kann Spanisch und kann es auch irgendwie nicht. Smoking, also Pirat, nee. Was fand ich denn so chillig? Also ich glaube, wir machen so Schmierer-Style. Hautfarbe blond, ach, Südländer, ne? Wir sind so ein Hut, Generalismus. Filzhut, okay, so Mafia-Style, ja, das lassen wir. Wir geben dem eine Krone. Frisur, Chico Latino, Pfadfinder, den will ich jetzt aber mal von hinten sehen. Ach, da ist ein Spiegel. Ergraut, kahl, weiß, blond, nichts.
Der kriegt eine Vollglatze auf und hat da so seine Krone. Eine Pfeife, eine Zigarre. Geheimagent, ich will den Geheimagenten sehen. Ey, Spacken. Der King. Die Brille chillt auch. Nichts. Ne, ich glaube nicht, der kriegt so eine geile Zigarre. Chinesische Gardine, ne, der kriegt so ein Penner, aber Kinnbart, Balbo, weiß. Nichts. Das ist aber mehr als nichts. Ach nee, das ist. Ach, wir haben jetzt hier so ein Schnurrbart. Der kriegt so ein Kinnbart. White Herb. Poirot. Alte Schule. Grau. Nichts. Der ist doch hier. So. Okay, aber dann vielleicht hier mal Kleidung, dann so eine voll schwule. Okay, schwul. Irgendwas, was total dämlich aussieht. Oh mein Gott, Elvis, wir lassen den so. Wie nennen wir Wladimir Putin? Ja, so hatte ich den beiden davor genannt. Ne, wie nennen wir den denn hier? Ah, wie hieß er denn, unser Gerhard Schröder? So, wir spielen jetzt mit Gerhard Schröder. Gerhard, wenn du das siehst, ne? Oder ist irgendwie ein Bug? Kann der kein Öl machen, dann mache ich OE. So, Gerhard, wenn du das siehst, ne? Ich bin ja Uni Harvard. Bergarbeiter. Also ich glaube, wir sind ja eher so Kapitalismus. Also ich bin ja eher für den Kapitalismus als für den Kommunismus. Ich will mit den Russen, ich will mit den Amis verbündet sein in Pup. Geheimagent. 10% Ansehen bei allen Frauen. Reiseberater. Tourismus. Ach, was will ich denn? Ich soll ja eben keinen Tourismus machen. Bei Intellektuellen, Naturforscher, Ansehen bei. Das finde ich gut. Da, wenn wir müssen, sind auf einer Hippie-Insel, da müssen wir was Hippie-mäßiges nehmen. Als Kapitalist gewählt. Als Faschist. Installiert durch den CIA. Da gibt's Geld. Minus. Boah, was will ich denn mit Freiheit? Die Wahl gekauft. Ich glaube, als Kapitalist gewählt. Naja, wenn wir hier durch die CIA, dann kriegen wir 2000 von denen. Soldaten benötigen keine Oberschule. Was will ich denn damit? Samt einer Revolution. Hotelerbe. Ja, nee, hier komm, wir sind hier als installiert durch den CIA. Qualitäten. Ja, was hart arbeitend. Finanzgenie. Grüner Daumen. Verwalter, diplomatisch. Aber wo ist die Musik hier? Ist doch alles langweilig. Der hat einen grünen Daumen. Und Populist. Oh, der Populist finde ich gut. Faul. Hässlicher. Ja, Blähung. Ja. Zwanghafter Spieler. Nee, da krieg ich ja Geld minus. Wieso muss ich dem denn was? Jingo. Ja, was ist das denn? Wieso muss ich dem denn negative Sachen geben? Ja, Religion, leck mich doch, Geizhals. Was will ich denn mit Kommunisten? Ja, Militär muss ich auf meiner Seite haben. Idiotisch. 50 Jahre. Ich finde das ehrlich gesagt kacke hier. Kleptomanie.
Frauen hält. Boah, was will ich denn mit Religion? Hier kommen wir. Oh, sorry, jetzt dotze ich hier noch so gegen das Mikro. Wir sind ein Frauenheld. Ja, faul. Nee, der soll sich. Der soll so hässlich sein. Da kann man doch trotzdem als Populist hässlich sein, naja. Ja, der ist faul, großer Minus 20 bei den Intellektuellen. Ne, wir sind faul. So. So. Ich finde den gut so. Den Gerhard Schröder, ne? Gerhard! Jetzt sind wir. Mein Präsident. Der. Sagt der nicht eigentlich was? Eigentlich sagt er was. So, ich muss jetzt erstmal wegen den Sounds gucken. Sorry, dass ich das noch nicht erledigt habe. Lautstärke, Sprache. Die Effekte können leiser. Hinweise anzeigen, Untertitel. Ich mache euch mal Untertitel an. Damit ihr das sehen könnt. Schließen. So, dann lese ich vor. Außer ich mache auf Play. Vielleicht geht's dann. Wie, jetzt ist das weg? What the fuck? Oh man, ich muss die Grafik nochmal runterstellen. Hier kackt mir gerade alles ab. Ja, sorry Leute, es tut mir leid. Sichtweite mittel, Geländequalität. Schatten niedrig, Wasserqualität. Gras kann mal mittel. So. Dann zeige ich euch mal unsere schnieke Insel. Das ist sie. Boah, es lag doch ein bisschen. Aber das ist beim Spiel eigentlich wirklich immer so. Das läuft nicht flüssig. Eigentlich doch, okay. Wir kriegen das schon so hin. Ist es noch auf Play, auf Pause? Hier ist der Dock, also der Hafen. Dann gibt es hier so eine Garage. Ich kenne das Level ja schon, aber ich habe damals schon oft verkackt. Also verzeiht mir nicht, wenn ich verkacke. Hier oben ist unser Ghetto. Yo, yo, voll, voll Ghetto, Ghetto. Hier. Ich finde die Musik so geil, ne? Hier ist eine Farm. Ja, die bauen Mais an. Die kriegen einfach 5 Dollar. Das ist Stundenlohn irgendwie in Afrika. Und da steht hier. Da, da, da. Hier ist unser Gerhard Schröder. Komm, machen wir mal auf Play. Komm, Gerhard. Yay. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Hat er nicht eine tolle Stimme? Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier, Gerhard Schröder. Der kann ein Schweizer Bankkonto haben, ey, das chillt so hart, dieses Spiel. Wie gesagt, das ist Tropico 3. Es gibt jetzt, glaube ich, schon Tropico 4 für Apple. Ich spiele ja so auf Apple-Computer. Uncool. Spiele ich das Spiel, ja. Und wie ihr seht, das gibt es eben noch nicht. Tropico 4. Das ist eben das Problem. Oh, das ist auch gar nicht voll. Was kann ich denn bauen? Die haben keine Häuser. Das heißt, ich baue immer gerne diese billigen Schlafbaracken. So, die haben hier. Dann fangen wir einfach mal an mit Schlafbaracken bauen. So. Wie viel arbeiten da? Die sollen jetzt hier arbeiten. Ich gebe denen mal eine Lohnerhöhung, weil ich probiere immer. Je höher der Lohn ist, desto mehr Leute können da ja arbeiten. Ich habe euch jetzt das Tutorial, habe ich euch erspart, weil ich das Spiel ja schon ein bisschen kenne. Und ich kann zum Beispiel hier oben Avatar auswählen. Jetzt läuft unser Voodoo, ne, unser Gerhard, wieso sage ich immer Voodoo? Ich finde diesen Namen Voodoo Pizza Man so geil. Jetzt läuft Gerhard hier im Schneckentempo, weil er faul ist, hin und beschleunigt damit den Bau, wenn die Leute vom Baubüro mal da bauen würden. Ich kann hier Erlässe auslassen, das heißt, ich kann den
eine Anti-Müll-Aufsicht machen, reduziert die Verschmutzung von Anwohnern und senkt die Freiheit. Nahrung für das Volk, erhöht die Nahrung, so ein Kack, dann kann ich Größenwahnerlässe machen wie Nationalfeiertag. Finde ich immer geil, das ist alle 5 Minuten Feuerwerk. Ideologiebuch und so ein Kack. Frühe Wahlen. Ich will gar keine Wahlen, ich bin Diktator, hallo. Und dann kann ich hier mit der USA kooperieren. Dann gibt es hier Überlagerung. Hier sehe ich jetzt die Map. Hier in dem grünen Bereich. So, ich höre die Stimme immer noch nicht, deswegen lese ich das jetzt vor. Das erste haben wir ja verpasst. Mein Präsident, ich denke, dass Sie cool sind, weil Sie allen Tropikanern Liebe, Bequemlichkeit und Glück versprochen haben. Es ist Ihr Ziel, Mann. Zufriedenheit ist das Wort. Erreichen Sie in 20 Jahren voller Partys und Spar eine allgemeine Zufriedenheit von 60 oder mehr. Ich sehe Sie am Strand, Mann. Yo, Bruder. Peace. Werden wir hinbekommen. Hier seht, es ist grün. Das heißt, da kann ich Mais anbauen, wenn ich jetzt hier Banane auswähle. Wo kann man hier Bananen anbauen? Hier zum Beispiel. Und rot eben natürlich gar nicht. Ihr seht auch unten auf der Minimap geht das. Ich kann mal auf Stopp machen, nicht, dass uns hier das Geld abhanden kommt. Ich kann hier auch Rohstoffe, natürliche Ressourcen wie Eisen. Dann seht man da unten. Wir könnten sogar Eisen anbauen. Aber dann regen sich die... Was war das denn? LOL. Ja, sowas passiert nur bei Apple. Ja, es gibt hier Fischerei, natürlich hier um die Insel rum, Abholzung. Darf ich alles nicht weiden? Boah, das ist alles gut. Ja, dann kann ich hier mir angucken, wie es mit den Leuten aussieht. Hier habe ich dann meine Tabellen, meine Menschen. Ich gucke meistens auf die Politik, denn hier sind die Parteien, die es gibt. Wisst ihr, es gibt auf einer Insel mit 45 Einwohnern Kapitalisten, Kommunisten, Intellektuelle, Religiöse, Militaristen, Umweltschützer, Nationalisten und Loyalisten. Logik. Naja, egal. Zumindest so will ich von allen hier auf 100 erreichen. Die müssen genug Essen haben, genug Zeug. Die haben kein Kindheitsmuseum. Hier, wenn es rot ist, das wollen sie haben und was grün ist, ist gut. Niedriger Durchschnittslohn, ja. Ja, denen geht's gut, den Militaristen. Mehr Soldaten als Rebellen, ja. Ich hasse es, wenn ich alles erregelt hat und dann kommt plötzlich mal ein Militärputsch, ne? Dann denkt man sich auch, geil, yay. Na gut, ihr habt's noch nicht so mitgekriegt. Warum bauen die das hier nicht? Das habe ich noch nie verstanden. Warum die Spacken das hier nicht einfach mal bauen können? Ah, ja, jetzt ist eine schwanger. Mutter. Que necesita. Ja, wir sind Spanier. Wir sind deutscher Diktator in Spanien auf einer Insel. Und die haben auch Autos, die sehr modern sind. Was diese Sonne heißt, fragt mich nicht. Was mit meinen Haaren los ist, ich wette, die haben euch schon aufgeregt. Ja, ich muss Freitag zum Friseur. Also wenn heute ist Mittwoch. 2 Tage, jetzt 3. April. Ja, jetzt baut der die Schnickelkartoffel hier. Guck mir der Schnickenkartoffel mal beim Bauen zu. Oh mein Gott, die Mausempfindlichkeit. Der macht mit der Schaufel am Gerüst oben. Gut. Und da baut sich das jetzt so alleine auf. Ja, ist ja egal warum. Solange es funktioniert. So, wir haben eine Farm, nein, wir haben 2 Farmen. Und wir haben 12.000 Dollar. So, weil wir ja Essen brauchen, bauen wir Farmen. Und zwar Bananen konnte man doch hier anbauen. So, jetzt bauen wir da eine Farm. Und wir bauen noch eine Farm. Kann man Papaya hier anbauen? Wo kann man Bananen anbauen? Ananas. So. Da hinten arbeiten die jetzt.